Mahlzeit, ihr Eierköpfe. Oder eher gesagt, guten Abend. Heute möchte ich mal diese Hebel wechseln. Die originalen hässlichen Scheißdinger. Und die werden hierdurch ersetzt. War bei Mattea jetzt eine Rabattaktion. Habe ich, glaube ich, bei Instagram sogar in meiner Story gezeigt. Und dann noch 5 Euro Rabatt für den Newsletter abonnieren. Tja, und so habe ich es ja jetzt für knapp 70 Euro hier mit Zulassung. Jetzt erstmal hier für das Kupplungsseil diese Schraube hier rausdrehen, damit ich das Seil halt gleich schön aushängen kann. Ich habe die Schraube jetzt so weit rausgedreht, wie es geht. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber hier die Schrauben haben ja so einen Schlitz. Da werde ich gleich, sobald ich die Schraube losgedreht habe und den Hebel in der Hand habe, habe ich hier genug Spiel, um das Seil oder den Seilzug hier rauszufädeln. Die Schraube, die ging so schlecht raus, da war so wenig Platz. Mal richtig angegammelt ist hier auch noch. Entweder kriege ich die sauber, aber ich muss mal schauen. Vielleicht habe ich ja sogar noch Ersatz hier. Da war sie drin. Bin ich mal gespannt jetzt. So, zack. Ich musste diesen Versteller hier, der ist für die Kupplung. Dann kann man ja auch das Spiel einstellen, einmal wieder ganz locker setzen, damit ich den Kupplungszug hier überhaupt rausbekommen habe. Jetzt mache ich ungefähr das gleiche hier mit dem Bremshebel, das unten auch nochmal gegengekontert, aber hier dürfte ganz einfach sein, nur die Schraube raus und dann haben wir den Hebel schön in der Hand. Packen wir jetzt mal aus. So, da haben wir die neuen. Schön die KBA-Nummer drauf. Da bin ich mal gespannt. Ja, sieht gleich aus. Bremshebel ist auf jeden Fall schon mal identisch. Nur natürlich ein schöner. Mist auch auf der Seite.
wunderbar. Jetzt habe ich auch noch was vergessen. Und zwar kommt hier noch diese Hülse aus dem originalen Hebel. So, fertig. Bremse sowie Kupplungshebel. Sieht doch direkt auch viel besser aus. Passend zu den Rhizomagriffen, der schwarze Lenker und überhaupt.